Diese Review wird unterstützt durch Amazing Collectibles, euren Online-Shop für 1:6 Figuren und mehr. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnecke Reviews zu einer weiteren Star Wars Hot Toys Figuren-Review. Heute für euch Count Dooku hier mit am Start. Eine Figur, auf die einige von euch gewartet haben, die Prequel-Trilogie auf jeden Fall sammeln. Und ob sich das jetzt natürlich gelohnt hat, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Verpackungstechnisch seht ihr das Ganze ja schon, ist es wieder in der typischen Standard-schwarz-grauen Box. Aber ihr seht vorne drauf den guten Count Dooku, gespielt von Christopher Lee. Und das hier ist tatsächlich die Figur. Ihr seht noch unten ist so eine schöne kleine Banderole im Blau drum. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Hier nochmal mit der Figur drauf. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zur Seite packen, haben wir da auch nochmal so einen kleinen Einblick, der so ein bisschen spoilert, was hier in der Verpackung auf jeden Fall schon mit dabei ist. Auf der anderen Seite nicht mehr großartig viel, aber da das natürlich hier eine Star Wars Figur ist, gibt es hier auch wieder einen schönen kleinen Inlayer. Und auf den präsentiert sich Count Dooku natürlich schon richtig stylisch. Genau so könnt ihr das ungefähr in eure Sammlung aufnehmen. Ihr kennt das Spiel ja natürlich. Darunter befindet sich dann auch schon die Figur. Na, da ist sie noch eingepackt. Das heißt, wir müssen sie jetzt auspacken. Also auf zum Review-Bereich. Lasst uns den guten Count Dooku mal genauer angucken. Tja, und was soll ich euch sagen? Count Dooku sieht natürlich wieder sehr, sehr gut gemacht aus. Also ich finde, Christopher Lee kann man hier wirklich sehr schön erkennen. Gerade wenn ihr so die Details im Gesicht gleich mal genauer seht, da hat Hot Toys schon wirklich sehr, sehr fein gearbeitet. Das gefällt mir sehr gut. Was ich auch mag, ist sein Umhang. Der hat wieder so ein samtiges Material gekriegt, ist so doppelwandig genäht. Also es fühlt sich auch wirklich sehr hochwertig an. Auch dann hier nochmal mit dieser Kette, die das hier verbindet. Das ist schon wirklich gar nicht schlecht. Na, ihr seht ja, der Rest von Count Dooku ist relativ schlicht natürlich gehalten, wie es in dem Film war. Was ein bisschen nicht so schön meiner Ansicht nach aussieht, ist vielleicht der Gürtel, falls ihr das gerade mal so sehen könnt. Der ist natürlich aus so einer Art Kunstleder gemacht, aber irgendwie hat er nicht so, weiß ich nicht, so die optische Qualität, finde ich persönlich, wie ich es so gewohnt bin. Ansonsten seht ihr ja, er sieht wirklich unglaublich toll aus und kann sich wirklich sehen lassen. Ihr werdet sehr, sehr glücklich sein, wenn ihr den in eurer Star Wars Sammlung habt. Und ja, natürlich hat der Count Dooku auch seinen Standee mit dabei, aber der ist relativ harmlos. Da ist nichts Großartiges an Highlights bei. Ihr habt eine schöne kleine Oberfläche drauf, ne? Also nichts Spektakuläres mit einer silbernen Nameplate, Count Dooku und dann die normale Crouch-Gabel. Nichts Besonderes halt. Daher würde ich sagen, kommen wir doch zum interessanteren Teil, denn das ist das Gesicht hier von Christopher Lee. Und da muss ich sagen, Leute, wow. Ich kenne ihn ja nun schon sehr, sehr lange. Viele von euch da draußen kennen ihn natürlich auch als Saruman aus Herr der Ringe. Ich kenne ihn allerdings sogar noch als Dracula. Und ich finde ihn als Schauspieler oder fand ihn als Schauspieler einfach super genial. Es ist sehr schade, dass er natürlich jetzt von uns gegangen ist. Aber schaut mal, das ist wirklich eine meiner Ansicht nach perfekte Repräsentation dieses Schauspielers. Der sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Ihr müsst diese Figur wirklich in Hand halten. Na, um euch dann die ganzen Details, die hier im Gesicht verborgen sind, halt mal zu geben. Das ist einfach unglaublich gut. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr. Ja, wir sehen ja natürlich jetzt hier, dass das Gesicht oder der Kopf selbst natürlich eine Menge, wirklich eine Menge kleine Faltengebungen hat. Auch die Hautstruktur und alles, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ihr seht sogar hier, dass hier so ein bisschen halt die Wangen eingefallen sind. Ne? Und hier seht ihr sogar schon Altersflecken, die hier halt drauf sind. Auch das ist wirklich sehr, sehr toll gearbeitet. Das gefällt mir. Auch der Bart natürlich sehr fein gemacht, das Ganze. Sieht wirklich sehr schön aus. Count Dooku guckt hier natürlich ein bisschen grimmig, ein bisschen böse. Er sieht einfach super toll aus. Ganz ehrlich, ich bin sehr zufrieden mit dieser Figur. Na, ihr seht auch seine Haare, ne? Die wurden auch sehr fein gesculptet hier. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Schöne Linien auf jeden Fall. Und der Kopf ist ein separates Piece. Ne? Das heißt, er ist nicht irgendwie unterteilt, dass ihr Hals und Kopf separat habt. Das ist natürlich wieder ein Stück, so wie ich es persönlich besser oder lieber mag. Also da werdet ihr auf jeden Fall mehr als zufrieden sein. Der sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Das ist Christopher Reeve. Gefällt mir. Christopher Reeve, Christopher Lee. Christopher Reeve, das war der gute Superman. Hier seht ihr jetzt nochmal diese Verbindungskette von seinem Umhang. Ne? Auch da nochmal schöne kleine Ornamente halt drauf, was wirklich sehr gut gemacht wurde. Das gefällt mir. Die Nähte, das sogenannte Stitching, ist auch wirklich relativ sauber, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ne? Also sehr schön gemacht. Und ihr seht hier die Innenseite. Das ist dann auch nochmal so eine, ja, so ein Samtstoff irgendwie gemacht. Ne? Auch der ist wirklich sehr fein. Das gefällt mir soweit. Wenn wir jetzt mal da drunter gucken, dann könnt ihr natürlich jetzt nochmal hier den schwarzen Anzug sehen.
den Count Dooku halt darunter trägt. Er ist ein bisschen gepolstert, das finde ich gar nicht schlecht. Ne? Da wirkt er nicht so dürre, das ist eigentlich auch gut geworden. Und dann ist halt natürlich hier jetzt der Gürtel, was ich eben gesagt habe. Ja, ne? Ist völlig okay. Oder hier an der Seite natürlich wieder die Möglichkeit, sein Lichtschwert halt reinzuhängen. Ansonsten denke ich mal, ist aber nicht wirklich viel dran zu zeigen. Genauso wie halt der Rest der Figur. Er hat halt diese... eine bräunliche Hose, sieht auf jeden Fall nach braun aus, alles auf einem schönen Stoffmaterial hier geschnitten, also ist wirklich schön gemacht, sehr minimalistisch, aber so war er halt auch in dem Film. Und hier unten hat er dann halt seine Stiefel, die Lederboots hier schön in schwarz gehalten, auch das gefällt mir sehr gut, also da werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit sein. Sowas hier zeige ich relativ selten in meinen Reviews, aber ich zeige euch einfach mal kurz die Hände, auch da die Details, die sind natürlich sehr fein gemacht, ihr seht die ganzen verschiedenen kleinen Äderchen, na, auch so ein bisschen Altersflecken und alles schon, auch da achtet Hot Toys natürlich drauf, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, ne? Das ist bei jeder Hand, die jetzt so mit dabei ist, jede austauschbare Hand hat halt natürlich auch diesen Detailgrad, das ist sehr schön. Und wenn es hier um Zubehör geht, kann Count Dooku auf jeden Fall auch überzeugen. Meiner Ansicht nach reicht das völlig aus, was mit dabei ist. Als erstes natürlich sein Lichtschwert, was mit dabei ist, was ja sehr interessant war, denn das war das Einzige, was wirklich so leicht gebogen war. Ich zeige euch das jetzt mal hier gerade in einer Detailaufnahme. Na, so sieht das Ganze aus. Ich gehe mal heran für euch. Schön gemachter Detailgrad, oder? Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, denn dieser Part, der hier dran ist, sieht aus wie so eine kleine Klinge. Der kann mal abbrechen, wenn ihr gegenkommt, also ein bisschen vorsichtig. Ansonsten, ihr seht das ja, das Lichtschwert kommt in silber-schwarz daher. Und hier unten auf der Seite seht ihr natürlich noch den Knopf, womit er dann halt ja das Schwert halt aktiviert. Ne? Also sehr, sehr schön gemacht, das gefällt mir. Und ihr habt natürlich dann auch hier den Laser-Effekt mit dabei, den ihr natürlich auch austauschen könnt. Denn wir haben hier nur den normalen Laser in Rot am Start. Aber natürlich auch für die neueren Hot Toys Star Wars Figuren ist hier der typische Fächereffekt am Start, der natürlich jetzt bei fast allen Hot Toys Star Wars Figuren mit dabei ist. Er ist ganz okay, muss ich sagen. Ich finde ihn persönlich jetzt nicht so tolle. Ist natürlich auch hier wieder Geschmackssache. Ich sehe nur, dass hier Count Dooku so ein bisschen Probleme hat, das Ganze zusammen mit seinem Laserschwert halt wirklich zu halten. Also zumindest bei mir rutscht das Ganze immer wieder mal so ein bisschen runter. Ihr solltet da ein bisschen das versuchen, ein bisschen fester halt irgendwie in seiner Hand zu drücken und dann geht das einigermaßen. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Sache. Genauso wie es ist natürlich eine Star Wars Figur von Hot Toys, habt ihr die Möglichkeit, das Lichtschwert natürlich auch zu beleuchten und dafür müsst ihr den Arm austauschen. Ja, natürlich müsst ihr das. Ich habe den Arm jetzt mal hier. Na, so sieht das Ganze halt aus. Da müsst ihr einfach nur das Gelenk auslösen. Ihr seht ja auch schon, hier ist das Batteriefach und der Switch. Das Laserschwert bitte, bitte nicht hier versuchen rauszuziehen, denn das ist an dieser Hand befestigt, denn da geht auch noch ein kleines Kabel durch, was natürlich dann halt die Beleuchtung halt repräsentiert. Also bitte da nicht irgendwie was versuchen abzubauen. Schnappt euch eure Figur, krempelt einfach hier den Anzug bis zum Gelenk nach oben und dann könnt ihr das Ganze hier rausziehen. Das ist natürlich ein bisschen brutal, aber ihr seht schon, es geht einigermaßen. Ne? Und dann schnappt ihr euch einfach das andere Part hier, das andere Piece und dann wird das hier einfach reingedrückt und dann habt ihr eigentlich schon die Beleuchtungsfunktion an eure Figur angebracht. Ihr könnt das Ganze natürlich wieder schön kaschieren, wenn ihr den Ärmel hochzieht und dann halt natürlich euer Laserschwert noch mit dem Laser halt wieder ausrüstet. Einfach hier vorne reingesteckt, das könnt ihr nämlich ablösen von dem anderen Lichtschwert und dann betätigt ihr halt diesen kleinen Schalter und dann müsste es eigentlich hell leuchten, hellrot. Ihr seht das im Video leider natürlich wieder sehr, sehr schlecht, aber glaubt mir, die Beleuchtung ist auf jeden Fall am Start, zumindest hier im unteren Part. Bis ungefähr zur Mitte ist es relativ rot. Was immer sehr faszinierend ist, mal sehen, ob es auch dieses Mal ist, ist die Spitze des Lichtschwertes. Da seht ihr das. Die leuchtet wirklich sehr, sehr hell. Na, also die Beleuchtungsfunktion ist natürlich bei ja, voller Review-Beleuchtung jetzt hier relativ ihr könnt da nichts sehen. Na, aber wenn ihr einigermaßen normale Lichtverhältnisse habt, dann könnt ihr das sehen und das ist wirklich völlig okay. Zum einmal vorzeigen für Freunde und Bekannte ist das auf jeden Fall super. Ich kenne eigentlich keinen, der das natürlich dauernd irgendwie anhat, denn die Knopfbatterie gehen natürlich auch sehr schnell alle daher. Ist eine schöne Funktion, um einfach mal zu zeigen, dass auch das Lichtschwert halt beleuchtet ist. Count Dooku wäre nicht Count Dooku, wenn er nicht auch seine Machtblitze mit dabei hätte. Hätte die ihr ihn natürlich links und rechts jeweils an die Hand klemmen könnt. Das sind so, ja, so durchsichtige kleine Effekte. Na, die sind eigentlich ganz lustig gemacht. Ich habe das jetzt nur mal eben so sporadisch rangeklemmt. Es wird natürlich, denke ich mal, noch ein bisschen anders gemacht. Aber ihr seht ja, auch das ist möglich. Ne? Also wenn ihr irgendwie einen Anakin habt oder sowas, dann könnt ihr das irgendwie noch nachstellen, dass Count Dooku halt mit dem Machtblitzen auf ihn oder Obi-Wan schießt. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Und wie gesagt, die Teile, das geht auf jeden Fall. Ihr seht das ja, die sind in so einem durchsichtigen, bläulichen Ton halt. Ne? Gehen
gehen dann hier hinten hin eher schon ins Weiße über. Also ist schon ganz nett. Sehr filigrane Teile, aber auch Gott sei Dank sehr flexibel. Daher denke ich mal, werdet ihr auch da so ein bisschen mit Spaß dran haben, wenn ihr coole andere Szenen halt mal nachstellen wollt. Das wahrscheinlich interessantere Zusatzteil, was Count Dooku jetzt noch mit dabei hält, ist diese kleine unscheinbare Scheibe. Was ist das wohl? Na, ihr Star Wars Fans wisst, was es ist. Es ist dieser kleine Hologrammprojektor, den er halt mit dabei hat. Na, und der, ich zeige ihn euch mal kurz, bevor ich hier die Details noch genauer reingehe, ist wirklich ganz klein und fein in silber-schwarz gehalten, das Ganze. Und ihr könnt schon sehen, da in der Mitte ist so ein kleines Loch drin. Was können wir damit wohl machen? Auf der Unterseite ist das Ganze nur komplett in schwarz gehalten. Interessant wird es, wenn wir das ganze Zubehör benutzen, was jetzt noch bei diesem kleinen Hologrammprojektor mit dabei ist. Als erstes vielleicht mal ganz interessant für alle, die natürlich die Filme gesehen haben, die Baupläne des Todessterns. Und ihr seht schon, da ist der Todesstern. Ihr könnt das Ganze halt oben reinstecken. Es sind verschiedene kleine, coole Klarplastiksachen mit dabei, die das Ganze so ein bisschen repräsentieren. Und hier seht ihr jetzt halt, das ist der Todesstern. Na, ihr seht auch mal hier, da ist noch die Abschussvorrichtung gut zu erkennen. Das haben die wirklich sehr schön gemacht. Das ist eins von insgesamt vier kleinen Hologrammen, was bei Count Dookus kleinen Hologrammprojektor halt mit dabei ist. Ihr habt natürlich auch hier noch die Möglichkeit, so einen kleinen, feinen Druiden hier raufzupacken, den er dann halt Befehle geben kann. Ne? Ihr kennt diese Hologramme vielleicht schon von anderen Star Wars Hot Toys Figuren, unter anderem halt bei Obi-Wan war das Ganze mit dabei halt, ne, für den Holoprojektor. Die sind wirklich ganz cool gemacht. Hier sind natürlich auch sehr, ja, durchsichtig und detailliert sind sie trotz alledem, muss ich sagen. Das sieht sehr stark aus. Also ihr habt diesen kleinen Druiden hier mit dabei. Ihr habt aber auch noch den Imperator selbst mit am Start. Auch der sieht natürlich sehr, sehr toll aus. Schaut mal hier. Na, auch wieder sehr lustig gemacht. Eine kleine, feine Figur. Schön durchsichtig. Ihr könnt ihn auf jeden Fall erkennen. Das ist gar nicht schlecht. Aber mein persönliches Highlight hier, finde ich persönlich, ist noch das Hologramm von Jango Fett, der Vater unseres Lieblings-Kopfgeldjägers Boba Fett. Das finde ich persönlich noch irgendwie mit am coolsten. Ich zeige euch das auch nochmal hier so ein bisschen von vorne. Schaut mal, na, das sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Ihr könnt wirklich alles drauf erkennen, seinen mandalorianischen Helm natürlich könnt ihr erkennen. Ihr könnt hinten drauf sogar das Backpack mit der Rakete erkennen. Das sind lustige kleine Sachen, wo ich wirklich sehr zufrieden mit bin. Und ich denke mal, auch da habt ihr natürlich die Möglichkeit, Count Dooku nochmal so in andere, ja, interessante Posen zu packen mit ein paar schönen kleinen Accessories, die mit dabei sind. Das war es allerdings, was am Zubehör mit dabei ist. Aber ich denke mal schon, es ist ausreichend. Ich denke mal, mehr sollte auch nicht dabei sein. Das ist völlig okay. Und heute zum Schluss gibt es dann natürlich noch die Beweglichkeit, die ich euch natürlich immer wieder gerne zeige. Der Kopf sitzt auf einem Kugelgelenk. Ihr kennt das Spiel. Ne? Dadurch kann er sich wirklich sehr, sehr gut bewegen. Ihr könnt Count Dooku relativ weit nach unten gucken lassen und auch relativ weit nach hinten gucken lassen. Das geht. Der Kopf lässt sich 360 Grad drehen. Die Arme in seinem Anzug lassen sich ungefähr so weit nach außen spreizen. Das ist mehr als okay. Wir können die Arme nach vorne sehr gut packen. Ne? Natürlich für die Machtblitze sehr gut. Nach hinten geht das Ganze auch ganz gut. Wir haben den Bizepswivel am Start, sprich die Oberarmbeweglichkeit, die doppelten Ellbogengelenke. Okay, er ist jetzt kein Telepath, aber auch das funktioniert. Er grüßt einmal. Die Hände sitzen natürlich auf den typischen Hot Toys Gelenken. Ihr könnt sie drehen und kippen, wie ihr möchtet. Die sind auch komplett freigängig, da ist nichts im Weg, da bin ich sehr zufrieden mit. Dann der Oberkörper, da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Der hat hier natürlich den Standard-Body, denke ich mal, drunter. Ihr könnt Count Dooku relativ weit nach vorne gucken lassen. Nach hinten biegen geht das Ganze eigentlich auch ganz gut. Die Hüftbeweglichkeit ist hier auch mit am Start. Das geht. Ihr könnt sie nach links und rechts sehr gut drehen. Bleibt auch in Position auf jeden Fall. Der Split bei Count Dooku ist eher kritisch, denn nur bei einer kleinsten Beweglichkeit auseinander ist das hier natürlich schon, ja, strapaziert hier vorne die Hose. Wenn da mal was knackst oder sowas, erschreckt euch nicht, denn die Hose ist hier vorne, da wo eigentlich der Reißverschluss ist, wieder hier mit Klettverschluss halt zusammengehalten. Na, also auch da ist völlig okay. Die Beine nach vorne gehen dementsprechend natürlich auch nicht so weit. Es ist ungefähr so. Na, das geht. Und nach hinten, ja, auch nicht wirklich so viel. Also so eine kleine Scherenöffnung mehr ist da nicht. Oberschenkelbeweglichkeit ist dabei. Doppelte Kniegelenke sind mit dabei. Und bei den Stiefeln haben wir natürlich jetzt Gott sei Dank hier durch dieses Kunstleder die Möglichkeit, den da drin befindliches oder das da drin befindliche Kugelgelenk halt perfekt zu bewegen. Ihr seht das ja nach oben und nach unten wirklich sehr gut und auch die seitliche Beweglichkeit. Der Ankle Pivot ist hier natürlich mehr als zufriedenstellend. Tja, das ist er nun, der Hot Toys Count Dooku aus Star Wars. Und ich muss sagen, von mir auf jeden Fall, für jeden Star Wars Fan, der die Prequel-Trilogie mag,
eine Kaufempfehlung. Gerade schon allein, weil das Gesicht hier von Christopher Lee wirklich sehr, sehr toll gelungen ist. Das finde ich wirklich sehr toll. Zubehörtechnisch seht ihr es ja natürlich, das typische Lichtschwert ist mit dabei. Dann natürlich die Machtblitze, hier natürlich zweifach vorhanden. Ihr habt noch den Fächereffekt für euer Lichtschwert auch noch mit dabei. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt benutzt. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt irgendwo in einem Display benutzt habt. Dann natürlich noch ein paar austauschbare Hände. Es sind, soweit ich weiß, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 austauschbare Hände. Man sollte auch noch mal zählen vorher. Und dann natürlich der austauschbare Arm mit dem Lichteffekt halt, für euer Lichtschwert halt. Mein persönliches Highlight ist aber definitiv hier der kleine Holoprojektor mit den ganzen kleinen verschiedenen Figürchen, die hier mit dabei sind. Ne? Von Jango Fett, dem Androiden und auch hier von, sagt schnell, vom Imperator und alles. Die finde ich toll, genauso wie der kleine Todesstern hier. Ne? Das sind schöne kleine Sachen, wo ihr euch auf jeden Fall drauf freuen könnt. Und ich denke mal, das ist mehr als ausreichend, was bei dieser Figur mit dabei ist. Jetzt seid ihr wieder gefragt, was haltet ihr von dieser Figur? Meint ihr, dass Count Dooku in eure Star Wars Sammlung wandern wird? Ich denke es mal schon, oder? Ich denke auch, dass einige von euch den natürlich schon haben werden. Und ich würde sagen, diejenigen, die ihn noch nicht haben, die können sich auf jeden Fall hier auf eine schöne, tolle Hot Toys Figur freuen. Leute, das soll es wie immer gewesen sein. Ich bin raus. Also danke wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn. Und möge die Macht mit euch sein.